Hallo und herzlich willkommen. Aus meiner Perspektive ein der Hauptthemen dieser Konferenz. Tragen neue Technologien in der Balance bei an Klimaschutz oder Klimawandel? Deswegen bin ich sehr gespannt auf diese jetzigen Präsentation, worin der Frage, ob künstliche Intelligenz nachhaltig ist oder nicht, zentral steht. Zu diesen Themen redet heute Jan-Sjur Kriauski von der Universität Berlin. Ja, herzlich willkommen. Mein Co-Referent Wolfgang Hofkirchner kann leider nicht hier sein. Der ist in Wien festgesetzt wegen Corona. Ich bin also unser gemeinsamer Lautsprecher heute. Ich stelle uns mal kurz vor, weil das vielleicht nicht alle wissen, was wir so machen. Wolfgang ist Professor für Technology Assessment an der TU Wien und im Ruhestand wie ich, allerdings ganz aktiv als Direktor des GSIS, das ist the Institute of a Global Sustainable Information Society. Er hat gerade jüngst ein neues Buch herausgebracht, The Logic of the Third, A Paradigm Shift to a Shared Future for Humanity, aus dem ein paar Gedanken auch in diesen Vortrag eingeflossen sind. Daneben hat er noch viele weitere Publikationen zu Systemtheorie, Informationswissenschaften, Informatik und Gesellschaft. Ich bin Professor für theoretische Informatik an der Universität Bremen mit langjährigem Interesse zusätzlich an Informatik und Gesellschaft. Bin auch Mitglied im Vorstand des FIF, also des Forums Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Ich habe gerade sozusagen ein bisschen themenbezogen zu dem Vortrag mit Aaron Ley und Stefan Hügel drei Artikelsammlungen rausgegeben. Einmal FIF-Kommunikation, die zweite in diesem Jahr zu künstlicher Intelligenz allgemein und im Ende Vorjahres 2021 zu KI zieht in den Krieg. Dazu gibt es dann auch noch ein Dossier bei Wissenschaft und Frieden. Das kann gerne bei mir per E-Mail bestellt werden, schicke ich dann zu. Wolfgang und ich kooperieren schon seit einigen Jahren im Rahmen des FIF und zusätzlich des Arbeitskreises Emergente Systeme, Information und Gesellschaft der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin, die gleichzeitig eine Special Interest Group der International Society for Study of Information ist. Und im Rahmen dieser Kooperation haben wir zum Beispiel gerade einen Sonderband bei New Explorations herausgegeben zu Digital Humanism and the Future of Humanity und vor ein paar Jahren ein Buch zu Transhumanismus. Lasst mich beginnen mit ein paar Worten zu Klimawandel. Das ist natürlich ein bisschen Eulen nach Athen tragen, aber ich will kurz erläutern, wie wir das sehen. Für uns ist das jetzt hier in diesem Vortrag stellvertretend für die aktuelle globale menschenbedrohende Polykrise, die sich ja an vielen Dingen festmachen lässt. Nicht der Erdüberlastungstag ist fast in der Mitte des Jahres und in Deutschland sogar im Mai schon. Und das ist natürlich klar, dass das nicht lange gut gehen kann, wenn man aus einem endlichen Gefäß immer doppelt so viel rausnimmt, wie man wieder reintut. Das berühmte 1,5-Grad-Ziel von Paris, das wird ja hoffnungslos verfehlt werden, weil schon die Maßnahmen, die da beschlossen worden sind, überhaupt nicht ausreichend waren. Und wie wir in der Zwischenzeit wissen und damals schon ahnen konnten, zum großen Teil aus leeren Versprechungen bestanden. Also die Erderwärmung wird viel, viel eher, wenn nicht wirklich was passiert, in Richtung 3 und mehr Grad gehen. Und das heißt Klimakatastrophe.
ungeahnten Ausmaßes. Und Klimakatastrophe ist natürlich keine Katastrophe für das Klima. Dem nehme ich an, ist das ziemlich egal. Das ist eine Katastrophe für uns. Es wird gewaltige Überschwemmungen und Trockenperioden gehen. Da ist das, was jetzt gerade in Pakistan passiert, mit wochenlang ein Drittel Überschwemmung des Landes, eher noch eine kleine oder mittlere Katastrophe. Es werden riesige Landstriche unbewohnbar werden. Es wird Fluchtbewegungen geben, Kämpfe um Nahrung und Wasser und niemand kann sagen, warum da das nicht auch in einen Weltkrieg münden kann. Was auf jeden Fall geradezu sicher ist bei der jetzigen Situation, ist die Verelendung von Milliarden von Menschen, wenn nicht die gesamte Existenz auf dem Spiel steht. Dass das so schlimm ist und werden kann, ist eigentlich schon ziemlich lange bekannt, spätestens seit dem Bericht Grenzen des Wachstums, des Club of Rome's 72, aber auch andere sogar davor haben darauf hingewiesen, dass die Entwicklung dahin geht. Selbst auf der höchsten politischen Ebene der UN werden seit 79 Konferenzen zu dieser Problematik durchgeführt, eben leider nur mit viel Reden und ohne viel wirkliche, echte Ergebnisse. Da ist es eben aus meiner Sicht eben auch ganz wichtig, dass Bewegungen wie Fridays for Future oder auch das, was hier bei Bits und Bäumen wir jetzt hier machen, daran erinnert, dass wirklich dringendst Handlungsbedarf besteht. Nicht? Und dann ist natürlich die Frage, was tut man oder kann man tun? Und da komme ich zum Punkt künstliche Intelligenz. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, insbesondere in der Politik, aber auch in der Wissenschaft, die sehr technikgläubig sind und denken, dass technologische Schübe, zum Beispiel Digitalisierung und speziell KI, die Rettung bringen können. Und wir wollen eben diese Frage untersuchen, von denen, die Ja sagen, bis hin zu das wohl doch kaum und vielleicht unter bestimmten Umständen. Und dann ist die Frage, wie kommt man gerade auf KI? Und warum nicht zum Beispiel Nanotechnologie oder Biotechnologie, die aus meiner Sicht mindestens gleich gut in Frage kämen für diese Geschichte hier. KI hat im Moment einen großen Hype und zwar schon einige Jahre lang. Das hat schon seine guten Gründe, bravouröse Erfolge kann man vorweisen und die Versprechungen des Gebietes sind noch viel grandioser. Dass da ein Hype ist, sieht man daran, dass seit Jahren die mediale Rezeption von KI und Robotik also gigantisch ist. Fast jeden Tag kann man irgendwo was lesen, hören, sehen. Die Leistungen sind schon extrem beachtlich. Schachweltmeister geschlagen, Go-Weltmeister geschlagen, viele, viele andere Spiele spielen Computer in der Zwischenzeit besser als Menschen. Ich habe hier auch ein bisschen Lokalkolorit eingebaut. Die Universität Bremen hat ein RoboCup-Fußballteam. Das wird jährlich weiterentwickelt von studentischen Projekten. Da geht unglaublich viel Programmierarbeit rein, also die sitzen Wochen und Monate lang Tag und Nacht und programmieren und gewinnen damit aber Weltmeisterschaften noch und nöcher, die 9. oder 10. schon und viele andere Meisterschaften. Ich kann nur empfehlen, wer da mal RoboCup angucken kann, es ist niedlich wie Kasperletheater, hoher Unterhaltungswert, mit Fußball hat es allerdings nichts zu tun. Oder nur ganz, ganz wenig. Jenseits von Spiel und Spaß sind die Erfolge im Bereich von Sprach- und Bildverarbeitung wirklich grandios.
Das muss man beachten. Ich bin ja selber nahe dran, seit über 40 Jahren wissenschaftlich tätig. Das, was vor 40 Jahren an Bild- und Spracherkennung möglich war, das war jämmerlich schlecht. Und in der Zwischenzeit ist das wirklich ganz, ganz erstaunlich. Immer noch mit Einschränkungen. Nicht, dass an Versprechungen überbieten sich unsere Kolleginnen und Kollegen in diesem KI-Bereich, die versprechen Roboter, die das Kochen übernehmen können insgesamt, die den Haushalt schmeißen, die die gesamte Pflege in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen machen, Service aller Art, Rettungsaufgaben übernehmen. Nicht dann im Bereich autonomen Verkehr wird ja, das steht auf der Tagesordnung zumindest, in der Industrie was KI-Anwendungen für Maschinenkopplung und Ähnliches angeht, werden also extreme Überlegungen angestellt und es wird viel dran gearbeitet. Ich selber habe in einem Sonderforschungsbereich in der Logistik mitgearbeitet, wo wir praktisch sowas auch überlegt haben. Wenn man aber fragt, was ist denn jetzt mit Nachhaltigkeit bei den Versprechungen, findet man wenig. Das hat einen ganz einfachen Grund. In der KI wird alles gemacht, wofür man Geld kriegt. Und für Nachhaltigkeit kriegt man noch kein Geld. Also das müsste man zum Beispiel mal ändern. Was vielleicht viel, viel wichtiger noch ist, als das, was sozusagen in der Wissenschaft passiert und versprochen wird, ist das, was sich Politik und Wirtschaft davon versprechen. Und da ist ziemlich klar, dass ein weltweit KI als Technologie der zukünftigen Wertschöpfung gesehen wird. Und deshalb gibt es nahezu überall in der Welt KI-Strategien, wo beschrieben wird, was alles Tolles gemacht werden kann mit KI und soll und wo natürlich auch gesagt wird, wie viel Geld dafür ausgegeben werden sollte. Nicht? Und das ist, glaube ich, ganz interessant, in den Größenordnungen zu sehen. Deutschland will 3 Milliarden in den nächsten paar Jahren ausgeben, China in der gleichen Zeit 150 Milliarden für eigentlich genau dasselbe. Da kann man natürlich dann mehr mitmachen. Wie viel das Department of Defense der USA ausgibt, ist nicht so ganz klar. Aber ihr könnt sicher sein, dass das X deutlich größer ist pro Jahr als die 3 Milliarden, die Deutschland insgesamt ausgeben will. Und zum Vergleich, Google und Microsoft sind absolut konkurrenzfähig mit diesen staatlichen Einrichtungen. Die geben jedes Jahr 30 Milliarden für KI-Entwicklung aus. Das, was zu konstatieren an der Stelle ist, es gibt einen geostrategischen Wettlauf im Rahmen von KI bis hin zu Aussagen wie wer KI führt, führt die Welt. Was Quatsch ist, aber egal. Das Ganze könnte natürlich ein Flop werden. KI hat schon mehrmals gefloppt. Also es gab mindestens 2 KI-Winter, wo alles sozusagen auf Null gestellt wurde. Könnte ohne weiteres auch jetzt wieder eintreten. Wenn aber die Blütenträume reifen, wer kümmert sich dann um die sozialen Folgen? Und da erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr zu. Warum bin ich relativ skeptisch entgegen der Erwartungen in Politik und Wirtschaft? Da gibt es viele Gründe. Das eine ist, KI ist überhaupt gar keine Technologie, sondern ein Gemischtwarenladen aus vielen, vielen verschiedenen Dingen, wo so ein bisschen Technologie auch drunter ist. Alles, was gut funktioniert und wirklich bemerkenswert ist bei KI-Anwendung, hat unglaublich viel Geld gekostet
hat unglaublich viel Personal geschluckt und unglaublich lange Zeit gebraucht, entwickelt zu werden. Ich würde schlicht sagen, wir haben gar nicht so viel Zeit darauf zu warten, dass KI die Welt rettet, weil das dauert zu lange, kostet zu viel und braucht zu viel Personal, wenn es überhaupt geht. KI-Systeme sind ganz oft total undurchschaubar, sehr riskant in den Anwendungen, schwer zu beherrschen. Das gilt allerdings für nahezu alle Datenverarbeitungssysteme, sonstiger Art auch, ist bei KI nur noch mal potenziert aus verschiedenen technischen Gründen. Was aber eben auch ganz wichtig ist, nicht, es ist eben keine Technologie, die jetzt auf einmal wie der Phönix aus der Asche aufsteigt und die Welt rettet. Nein, das ist alles relativ alt. Die meisten Sachen sind 50, 60, 70 und noch mehr Jahre bekannt. Nicht das, was jetzt so großen Erfolg hat, das maschinelle Lernen. Das ist im Grunde genommen etwas, wo ich eine Prüfung in meinem Mathestudium hier drüben im Hauptgebäude gemacht habe. Das ist Wahrscheinlichkeitstheorie. Nur gut angewendet. Und weil die Rechnerleistung so toll ist, kann man das jetzt auch machen. Nicht, wie gesagt, die Idee ist schon ganz lange da. Was aber noch viel wichtiger ist, dass die Erwartungen nicht zu hoch gesteckt werden dürfen, insbesondere auch was eben Anwendungen im Bereich von nachhaltigen Entwicklungen angeht, das ist, dass eben Technologie immer vom herrschenden System bestimmt wird, dass also Ausbeutung von Natur und Mensch bestimmende Faktoren sind, Profitgier, Machtstreben und so weiter. Nicht? Und erst wenn wir die gesellschaftlichen Verhältnisse umdenken und umlenken könnten, dann hätte Technologie und KI eine Chance zum Wohle der Menschheit, wirklich genutzt zu werden, ausschließlich zum Wohle. Ich will gar nicht sagen, dass das alles, alles was passiert, nicht zum Wohle ist. Ein paar Beispiele, was so typische Anwendungsbereiche sind, und da wird allen, die zuhören, sofort klar, dass das mit Nachhaltigkeit und Naturschutz und Klimawandelbekämpfung und sowas nichts zu tun hat. Nicht ganz viel, was mit KI gemacht wird, dient den Reichen, reicher zu werden. Also die IT-Unternehmen scheffeln Milliarden. Das Finanzkapital bewegt mit IT-Algorithmen, mit KI-Algorithmen gigantische Milliarden rund um die Welt jede Sekunde und verdient dabei einen Haufen Geld. Mächtige werden mächtiger. Nicht in China wird ein Sozialüberwachungssystem installiert, wo zum Beispiel Plus- und Minuspunkte vergeben werden für Verhalten, und das wird permanent beobachtet für die einzelnen Menschen. Und wenn man da Minuspunkte hat, dann kann man nicht mehr verreisen, weil man keine Fahrkarten kaufen darf. Das ist eine Utopie, die möchte ich nicht nachvollziehen. Aber China ist weit weg. Bei uns ist es so viel besser auch gar nicht. Nicht, da gibt es sowas wie die Pegasus-Software, die man in Smartphones einbauen kann. Und da sind Tausende von Aktivistinnen, Journalistinnen und alle möglichen Politikerinnen in der Zwischenzeit in Europa schon überwacht worden und ausspioniert worden. Also da ist es auf einer anderen Ebene keineswegs besser. Man kann Arbeit vernichten. Meine Datenverarbeitung stand immer schon im Verdacht, da verschwindet die Arbeit. Aber das kann jetzt mit autonomem Fahren und Ähnlichem durchaus passieren, wenn es funktioniert. Nicht? Wenn es funktioniert, würden
alle Taxifahrer verschwinden können, alle Auslieferungsfahrerinnen, alle Lkw-Fahrerinnen, alle Pilotinnen, alle Schiffsführerinnen. Da guckt mal, das ist ein Arbeitsbereich unglaublichen Ausmaßes. Und wenn dasselbe dann auch noch in den Fabriken und in der Landwirtschaft gelingt, es bleibt immer noch Arbeit übrig. Also von Straßenbau habe ich noch nicht gehört, dass der automatisiert wird. Aber naja, wer weiß. Eine andere Frage, die mich da interessiert, ist, wer eigentlich will das autonome Fahren? Ich meine, wir haben vorhin gehört, da steckt da sogar ein Potenzial drin, dass das klimaschonend sein kann, wenn man nämlich Individualverkehr damit verhindern kann oder beseitigen kann. Wie gesagt, wer will das überhaupt? Es gibt gar keinen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess darüber, ob das gemacht werden sollte oder nicht. Das wird einfach gemacht. Und ich glaube selber, ich arbeite ja an ähnlichen Dingen, es ist überhaupt gar nicht klar, ob das technisch überhaupt geht. Also den ganzen Verkehr, irgend mal so eine kleine Strecke im Hamburger Hafen gibt es so eine kleine Verbindungsstrecke mit einem autonomen Bus, wo 6 Leute in 20 Kilometerstunden da hin und her fahren können. Das geht. Nicht? Ich glaube, auch viele andere Sachen gehen, aber den gesamten Verkehr kaum. Und dann, wenn ich die Konzepte richtig verstehe, muss man die Verkehrsinfrastruktur umbauen. Und zwar nicht einfach so ein bisschen, sondern erheblich mit vielen Kosten. Und ich weiß, wer das bezahlen soll, die Steuerzahlerin nämlich. Künstliche Intelligenz verleitet die Militärs, Krieg neu zu denken. Nicht, also das ist ganz ausgesprochen hier bei so einer NATO-Konferenz gewesen über autonome Systeme. Das sind 300 Seiten, interessante Lektüre. 2 Kapitel habe ich hier kurz angesprochen. Die sind jeweils 1/4 des Gesamtpapiers, ethische, legale und politische Perspektiven. Da geht es zum Beispiel um die Frage, kann man überhaupt noch das Kriegsvölkerrecht anwenden beim Einsatz autonomer Waffen? Und es ist ganz klar, das Kriegsvölkerrecht verlangt das, dass autonome Waffen das auch beachten. Die können es aber nicht. Aber das stört die Militärs überhaupt nicht, das weiterzuentwickeln. Ganz interessant ist auch, dass in diesem Band ganz viel über die technologischen Lücken und Probleme, die man noch hat, steht. Zum Beispiel bei der Interaktion von Soldatinnen und Soldaten mit autonomen Waffen. Und da habe ich eine kleine Illustration hier eingebaut. So stellt sich das Amt für Heeresentwicklung den zukünftigen Krieg vor. Der Soldat in der Mitte sieht noch so aus wie üblich. Er ist verbunden mit einem Haufen herumfliegender Militärsysteme und einem Haufen Systeme, die auf der Erde agieren. Das ist hier alles noch Fiktion, das muss alles noch entwickelt werden. Es werden große Probleme gesehen bei der Kommunikation zwischen all den Instrumenten da, was übrigens beim autonomen Verkehr auch nicht viel anders ist. Die Autos, die in der Nähe miteinander fahren, die müssen alle kommunizieren. Und das ist ein höllischer Aufwand, wenn der überhaupt geht. Aber was ich an diesem Bild besonders interessant finde, ist, alles ist ganz neu gedacht. Nur die Art von Tod und Zerstörung ist exakt die, die man auf den Bildern von Berlin, Dresden, Hamburg, Bremen aus dem Zweiten Weltkrieg sehen kann, die man in Aleppo in Syrien gesehen hat, die man jetzt in Mariupol in der Ukraine sieht. Die Städte werden so zerstört wie immer. Was übrigens alles kriegsvölkerrechtlich verboten ist. Städte dürfen überhaupt gar nicht bekämpft werden.
zu dem Krieg neu denken. Und Krieg ist für mich etwas, was nachhaltigen Gesellschaft am meisten mit widerspricht. So ist es zum Beispiel, das ist die falsche Richtung gewesen, Entschuldigung. Wir wissen, dass der militärische Komplex eines der größten Klimakiller in der Welt überhaupt ist. Also weg damit. Und wenn man den Krieg neu denkt, wäre es viel, viel klüger, den Krieg wegzudenken. Da würden jedes Jahr 1 Billion US-Dollar und viel mehr frei werden. Es würden viele, viele hunderttausend Arbeitskräfte für den Klimaschutz frei werden, wenn man das entsprechend allmählich umverwandelt. Also an Geld und an Personal für die Rettung der Welt mangelt es eigentlich nicht. Und ich wollte noch was sagen zu autonomen Waffen. Da wird eine ethisch rote Linie überschritten, weil dann erstmals technische Systeme über Leben und Tod entscheiden würden. Was natürlich auch nicht so ganz stimmt, weil entschieden wird ja durch die Programme und die haben wieder wir gemacht, nicht irgendwelche technischen Systeme. Ein letztes Beispiel, wo sozusagen antinachhaltig KI betrieben wird, ist im Kontext von Superintelligenz und Transhumanismus. Da gibt es eine unglaubliche Zahl von Publikationen zu. Das ist absolut erstaunlich, wie viele Leute da, ich habe ja auch ein Buch rausgegeben, aber ich will kurz sagen, was das überhaupt ist, weil das vielleicht nicht alle wissen. Von Superintelligenz redet man, wenn eine Maschine so denken kann wie wir oder besser. Gibt's allerdings noch nicht. Von Transhumanismus, das ist eine Bewegung, die will die Menschheit in die Postmenschheit überführen. Und da gibt es zwei Fraktionen. Die einen wollen das mit Gentechnik machen. Dann sehen wir vielleicht alle noch so ähnlich aus wie jetzt, aber funktionieren eben anders. Und dann gibt es eben die riesige Fraktion der KI. Die wollen uns durch Roboter oder Computer oder so ersetzen. Ich mach's mal kurz. Soweit ich das sehe oder wir, die den Vortrag entwickelt haben, das ist alles totaler Blödsinn, lenkt von wahren Problemen ab und wir können sogar eigentlich froh sein, dass das nur auf der medialen und spekulativen Ebene stattfindet, obwohl da sogar eine Menge Geld drin steckt, nicht? Denn zum Beispiel ganz viele weltberühmte Milliardäre geben Geld für transhumanistische Entwicklung, weil der Transhumanismus verspricht, den Tod zu überwinden. Und da sind die natürlich sehr interessiert, denn die wollen ihr vieles Geld noch lange genießen. Nochmal zusammengefasst, wir haben in der Welt eben tatsächlich unter dem Stichwort Polykrise eine unglaubliche Zahl von Problemen, die anzugehen wären. Teilweise wären sie angegangen. Nach allem, was ich sehe, weiß, sagen kann, ist der Lösungsbeitrag der KI äußerst bescheiden in dem Zusammenhang und teilweise ist das auch problemverstärkend. Deshalb komme ich zu einem dritten Teil, damit es nicht mit einem sozusagen negativen Punkt einfach endet hier und wir einfach sagen, KI hilft nicht. Stichwort lebenswerte Welt für die gesamte Menschheit. Nicht, das ist in unserem Sinne eine Welt, die im Prinzip genau all die Probleme, die wir heute haben, nicht mehr hat.
Also das genaue Gegenbild, friedlich, ohne Armut, Hunger, ohne Ausbeutung, ohne Naturzerstörung. Alle Menschen haben gleiche Rechte und Chancen. Wirtschaftssystem ist nachhaltig. Und was eben ganz, ganz wichtig ist, Technologie kann man ja nicht wegdenken, aber sie muss reinpassen. Und das ist bei der lebenswerten Welt so. Schwer zu erreichen, sicher. Es gibt aber eine Menge Menschen, kluge Köpfe, die darüber nachdenken, was man tun kann. Und ich nenne einfach nur ein paar. Das ist eine kleine Auswahl. Ich fange mal bei meinem Co-Referenten an. Der nennt die Zeit, in der wir leben, das Anthropozän, Zeitalter der Menschheit. Und nicht, weil wir paradiesischen Zuständen entgegengehen, sondern ganz im Gegenteil, weil wir als Menschheit an einem Scheideweg stehen. Ein schönes Fremdwort dafür ist die große Bifurkation. Und der eine Weg führt schlicht in den Abgrund durch Selbstzerstörung. Das ist das, was wir zu einem guten Teil gerade machen. Der andere ist, dass wir die Transformation zu einem globalen Zusammenleben schaffen, was man eben auch dann so nennen kann. Und dazu muss die Menschheit erkennen, dass sie eine Schicksalsgemeinschaft bildet, alle zusammen und nicht alle gegeneinander. Sie muss aushandeln, was zu tun ist, um die Probleme zu überwinden. Und wir müssen kooperieren bei der Umsetzung. Das Interessante ist, wenn man mal die UN-Charta liest, da steht gar nicht so viel was anderes drin. Das Problem ist nur, dass sich die Nationen, die da zusammentreffen und kooperieren, einen Dreck darum scheren, was sie unterschrieben haben. Sehr bedauerlich. Wie gesagt, es gibt andere, die in ähnliche Richtung denken. Einer, der da sehr wichtig ist, ist Hans Jonas, ein deutscher Philosoph, Prinzip der Verantwortung, Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Also der geht genau dieses Problem an und seine Forderung ist, dass man so handeln soll, dass die Wirkung der Handlungen verträglich sind mit der Permanenz menschlichen Lebens auf der Erde. Ich fürchte, ich habe hier ein Wort vergessen. Ich glaube, da steht sogar echten menschlichen Lebens. Das ist vielleicht gar nicht so unwichtig. Das ist noch sehr individualistisch formuliert, an jeden Einzelnen gerichtet. Handel so, nicht? Der Edgar Morin und dann auch die konvivialistische Internationale, die gehen einen Schritt weiter und sehen das eben direkt als gesellschaftliche Aufgabe. Also Morin macht den Versuch einer planetarischen Politik und die konvivialistische Internationale beschreibt also eine Welt, die nach der Überwindung des Neoliberalismus wirksam werden kann. Das Interessante, hier wird mal der Bereich benannt, der Schuld an unserer Misere ist. Denn das ist natürlich nicht die Technologie, die alles kaputt macht, sondern die Leute, die sie so, wie sie sie nutzen, nutzen. Und das ist eben der Kapitalismus und seine Genossen. Also diese konvivialistische Internationale, das sind 300 Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen aus 33 Ländern, die überlegen also, wie die Menschheit im Einklang mit der Natur überleben kann. Diese beiden hier behandeln Technologiefragen, aber in gewisser Weise nur am Rande, deshalb erwähne ich noch Julian Niederrümelin mit dem digitalen Humanismus. Das hat er zusammen mit seiner Frau Nathalie Weidenfeld, die Kulturwissenschaftlerin ist, entwickelt. Digitaler Humanismus meint, da gibt es dann auch ein Wiener Manifest zu, dass eben Digitalisierung und KI möglich sind,
mit humanistischen und nachhumanistischen Prinzipien. Also da ist, steht im Zentrum wirklich die Technologie. Das, was ich komisch finde an diesem Titel, ist, dass er aus meiner Sicht total falsch rum ist. Denn natürlich ist der Humanismus nicht digital, sondern die Digitalisierung soll humanistisch gemacht werden. Aber gemeint ist das. Vielleicht einfach dann als Zusammenfassung des Ganzen, was eben nötig ist, wenn KI tatsächlich nützlich für unsere gesellschaftliche Entwicklung werden soll, dann muss sie eben entwickelt werden im Bewusstsein, dass wir eben eine gemeinsame Menschheit bilden, dass eben eine selbstverständliche Dialog auf globaler Ebene unterstützt wird und dass eben eine globale Governance gefordert wird. Das bedeutet nicht Weltregierung, sondern eine Weltverwaltung. Vielleicht von den hohen Ideen zurück zur Wirklichkeit. Bisschen Eigenwerbung. Das FIF hat eine Cyberpeace-Kampagne, die wir gerade überlegen, in Richtung Frieden, Freiheit und lebenswerte Welt weiterzudenken. Ursprünglich war sie einfach nur als Gegenkonzept zu Cyberwar. Wenn das klappt, dann ist also da diese Kampagne ziemlich dicht an Witz und Bäume dran. Und wer sich für diese Themen interessiert, hat in 3 Wochen gute Chance. Da ist nämlich unsere FIF-Konferenz in Anna Archenbold Sternwarte in Berlin-Treptow. Make, Install, Peace, Impulse für den Frieden. Es ist bald Weihnachten, deshalb haben wir einen Wunschzettel geschrieben. Wir wünschen uns eine Wissenschaft, KI dann nämlich auch, die bescheiden und wahrhaftig und kritisch ist, keine falschen Versprechungen macht, sich nicht prostituiert, zum Wohle der Menschen agiert, nicht zu ihrer Vernichtung beiträgt. Ich finde es schade, dass man sich das wünschen muss und dass Wissenschaft das nicht automatisch ist. Vielen Dank. Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit für 1 oder 2 Fragen. Wir haben 2 Minuten. Ja. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Sie haben ja eine Menge Utopien aufgezeichnet, würde ich die mal nennen. Alles utopische Entwürfe zukünftigen menschlichen Lebens und Zusammenlebens. Jetzt ist die Frage, Utopien kann man sich ja viele ausdenken. Die eigentlich spannende Frage ist, wie komme ich zur Utopie hin? Das heißt, wie komme ich tatsächlich zur Umsetzung? Und ich würde es gerne konkretisieren an einem der Beispiele, die Sie genannt haben, den Krieg abschaffen. Das klingt toll, das würden wir sicherlich alle gerne machen. Allerdings können wir jetzt natürlich auch gerne mal gemeinsam nach Moskau reisen und mit Herrn Putin darüber diskutieren, was er davon hält, den Krieg abzuschaffen, beziehungsweise was er davon halten würde, wenn wir einfach sagen würden, wir hören im Prinzip auf, zum Beispiel die Ukraine militärisch zu unterstützen. Würde er sicher gut finden, aber wäre nicht das, was Sie, glaube ich, wollen. Das heißt, wie kommen wir dahin zu dem, was Sie skizziert haben? Ja, das ist völlig richtig, dass die Umsetzung ist das ganz große Problem, aber wir müssen das eben schaffen, nicht? Und das mit dem Krieg abschaffen, das in der UN-Charta haben die unterschriebenen, schreibenden Nationen versprochen, den Krieg abzuschaffen. Das steht in der Präambel drin. Warum haben sie das nicht mal versucht? Und ich habe auch schon mit vielen Leuten aus dem militärischen Bereich diskutiert und die dann meinten, wir können doch nicht einfach aufhören, uns zu verteidigen und was weiß ich alles für Geschichten. Nein, man muss, und das ist, man muss über diese Probleme im Vorhinein reden, bevor man die Waffen auspackt. Nicht? Auch der Ukraine-Krieg
der musste doch nicht sein. Es ist doch kein Naturgesetz, Kriege zu führen. Nicht? Es gibt immer Leute, die sich davon was versprechen. Es gibt immer Leute, die daran verdienen. Nicht? Und es gibt immer ganz, ganz viele Leute, die nicht wissen, die das ganz falsch finden und nicht wissen, wie man es stoppt. Aber zum Beispiel, warum hat sich die NATO nach dem Zusammenbruch des Warschauer Pakts nicht aufgelöst? Das wäre ein Beitrag dazu gewesen, dass dieser Krieg nicht stattfindet. Nicht? Ich will nicht sagen, Putin macht das nur, weil er Angst vor der NATO hat oder so. Was der Putin in seinem Kopf hat, das weiß ich nicht. Und das ist mir auch eigentlich ziemlich Schnuppe. Was ich traurig finde, ist, dass es in Russland keine vernünftigen Menschen gibt, die ihm in den Arm fallen. Ja? Dass es so eine Idioten gibt wie den Putin, der so eine Kriege vom Zaun bricht, die er wahrscheinlich überhaupt nicht zu gewinnen in der Lage ist, wo unglaublich viel zerstört wird, wo unglaublich viel in der Welt kaputt geht. Nicht bloß in der Ukraine, sondern ich meine, die Lieferketten kommen in Unordnung und dies und jenes. Das ist doch alles ganz tragisch. Warum haben die sich nicht zusammengesetzt und darüber geredet, wie man das verhindern kann? Nicht? Und ich habe kein Verhandlungsangebot der NATO in den Nachrichten gehört, zum Beispiel. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt, haben keine Zeit mehr, aber komm gerne auf das Sprecher zu. Es tut mir leid, als ich den Vortrag angemeldet habe, habe ich nicht dran gedacht, dass das wahrscheinlich Sinn macht, da auch ordentlich viel Diskussionszeit zu haben. Das ist mein Fehler gewesen. Ich bin jetzt gleich noch am Pfiffstand. Wer also noch mal ein Wegwort mit mir wechseln will, ich bin noch da. Und der ist da draußen vor der Tür. Vielen Dank, Professor Krajewski.